Anhand von diesem Bild werden Sie eingeführt in die Welt von Photoshop. Dieses Video ist Teil unseres Kursangebots. Besuchen Sie doch auch unsere Schulungen. Um ein neues Projekt zu beginnen, öffnen wir Photoshop und erstellen unter File New ein neues Projekt. Ich betitle mein Projekt und wähle dann ein Format, eine Auflösung und einen Hintergrund. Für gängige Formate sind Voreinstellungen verfügbar, wie Film und Video, DIN oder verschiedene Webformate. Für diese Einführung wähle ich ein einfaches A4-Format mit der Standardauflösung von 300 Pixel und einem weißen Hintergrund. Mittlerweile gibt es neuere Versionen von Photoshop, welche beim Öffnen ein anderes Layout zeigen. Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Nun erscheint in der Mitte des Arbeitsfeldes unsere Leinwand. Auf der linken Seite sehen Sie alle Werkzeuge, welche benutzt werden können, um Bilder zu bearbeiten. In der unteren Ecke jedes Icons erkennen Sie einen Pfeil. Mit Rechtsklick darauf erscheinen Unterkategorien des jeweiligen Tools. Diese Tools bringe ich Ihnen im nächsten Video näher. Das Grundverständnis von den meisten Adobe-Programmen basiert auf Layers. Diese werden im Fenster rechts angezeigt und funktionieren wie transparente Mäppchen. Stellen Sie sich vor, Sie haben vier solche Mäppchen vor sich. In jedem liegt ein ausgeschnittenes Stück Papier, eine Sonne, eine Wiese, ein Baum und ein Himmel. Stapeln Sie nun die Bilder, so können Sie sie anordnen, dass die Sonne den Baum verdeckt, dass die Wiese den Baum verdeckt, aber auch so, dass es eine logische Reihenfolge ergibt. Der oberste Layer ist das vorderste Bild und der unterste ist der Hintergrund. Zeichnen wir aber alle vier Gegenstände auf eine einzige Fläche, so bewegen wir beim Verschieben das ganze Bild mit und nicht nur die einzelnen Objekte. Wollen wir das ändern, so kreieren wir einen neuen Layer, markieren ihn an, sodass wir diesen und keinen anderen bearbeiten und fügen unseren Gegenstand ein. Nun bewegen sich die Objekte einzeln. Gehören aber zwei Layer zusammen, kann man sie in einem Ordner platzieren, um beide gleichzeitig zu bewegen. Kommen wir zu einem etwas realistischeren Beispiel. Ich verwende hierbei wichtige Tools, zu denen wir immer wieder zurückkommen werden und deshalb zu unseren Photoshop-Grundlagen gehören. Ich möchte aus vier Bildern eine realistische Collage bilden. Einen Wald als Hintergrund, einen Fuchs, ein Stück Erde und ein kleines Gebüsch. Alle diese Bilder, außer dem Hintergrund, sind freigestellte PNGs. Das heißt, alles außer das Objekt ist transparent. Nur so sehen wir, wie der Layer darunter aussieht. Legen wir nun die Bilder übereinander. Zuunterst kommt der Hintergrund. Hätten wir nun mehr Objekte, kann es sinnvoll sein, die Bilder nach einzelnen Positionen zu nummerieren. So wäre hier der Hintergrund Layer 1, die Erde Layer 2, der Fuchs 3 und das Gebüsch 4. Fügen wir nun die Bilder ein, so variieren diese meistens in der Größe. Um das Objekt zu vergrößern, ziehen wir an seinen Ecken. Damit sich der Gegenstand nicht verzieht,
halten wir währenddem die Shift-Taste gedrückt. Mit dem Move-Tool oder mit der Taste V können Sie die Objekte am richtigen Ort positionieren. Bestätigen Sie die Position mit Enter. Möchten Sie die Größe eines Objekts im Nachhinein ändern, so drücken Sie Command T oder über Edit, Transform, Scale. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie die richtigen Layer ausgewählt haben. Ändern Sie allenfalls den Namen der Layer. Doppelklick auf den aktuellen Namen, um sich orientieren zu können. Um zu sehen, was ich tue, blende ich manchmal Layer aus. Klicken Sie auf das Auge vor dem Layer, damit er verschwindet, bis Sie ihn wieder einschalten. Wenn ich mit meiner Konstellation zufrieden bin, passe ich die Farben der Gegenstände so an, dass sie naturalistisch und in sich stimmig sind. Wichtig bei der Color Correction ist, dass Sie unbedingt auf Ihr Auge vertrauen und nicht auf Ihr Gehirn. Manchmal wirken Farben auf einem Objekt etwas fehl am Platz, dafür aber im ganzen Bild umso korrekter und realistischer. Sehen Sie sich den Hintergrund genau an. Er ist unsere Farbbasis. Welche Farbattribute hat er? Wie ist seine Helligkeit, seine Sättigung und sein Farbton? Was mir an unserem Hintergrund auffällt, ist, dass er dunkel ist, ausgebleicht und einen sehr geringen Rotanteil aufweist. Über Image, Adjustments, Curves gelange ich zu einem Fenster, welches mir erlaubt, mit den Farben des ausgewählten Layers zu spielen. Ich ziehe den RGB-Balken nach unten, um die Helligkeit aller Farben anzupassen. Mit einem zweiten Punkt passe ich den Kontrast an. In diesem Fall schwäche ich ihn ein wenig ab. Über den Channel kann ich die Farben Rot, Grün und Blau separat anpassen. Da im Hintergrund wenig Rot zu sehen ist, nehmen wir auch dem Fuchs etwas Rot aus dem Fell. So passe ich die Farben für alle weiteren Layer an. Um die Sättigung etwas abzuschwächen, gehe ich auf Image, Adjustment, Hue and Saturation und ändere dort den Sättigungswert. Um das Ganze noch einen Tick realistischer zu gestalten, kreiere ich um den Fuchs herum Tiefen und Schärfe. Diese erzeuge ich über Filter, Blur, Gaussian Blur. Wenn wir Smart Objects haben, also Layer mit diesem Symbol, dann ist es uns möglich, diese Layer auch im Nachhinein noch einmal zu bearbeiten. Da unser Hintergrund aber nicht zu einem Smart Object verwandelt wurde, lösche ich ihn und füge ihn nun noch ein zweites Mal ein. Ich möchte im Vordergrund mehr Unschärfe erzeugen,
als ob die Kamera aus dem Gebüsch hinaus fotografieren würde. Wenn Smart Objects bearbeitet werden, zeigt Photoshop eine Warnung an, dass die Filter temporär ausgeschaltet werden. Ich achte bei Collagen mit Menschen oder Tieren immer darauf, dass Füße entweder abgedeckt oder schattiert werden. Da Schattierungen aber viel Zeit in Anspruch nehmen, verlasse ich mich gerne auf die simple Methode. Wenn ich mit meinem Bild zufrieden bin, exportiere ich es über File, Save As oder mit der Tastenkombination Command S. Um das Bild später mit getrennten Layer weiter zu bearbeiten, speichere ich es als Photoshop-Datei ab. Je nachdem, in welcher Qualität ich das Bild hochladen möchte, entscheide ich mich für JPEGs oder PNGs. Für Webseiten eignen sich JPEGs, ein Bild sollte aber 300 KB nicht überschreiten. Für Bilder, die auf ein Plakat oder T-Shirt gedruckt werden, eignen sich große PNGs ohne Kompression oder sogar TIFFs. Exportieren Sie ein Logo oder Bild mit transparentem Hintergrund immer als PNG, damit der Hintergrund auch nach dem Exportieren transparent bleibt. Haben Sie sich auch mit Collagen auseinandergesetzt? Ich freue mich auf Ihre Kreationen.